Das meiner Meinung nach beste Foldable-Smartphone 2022 war das Oppo Find N. Das ist leider nie in Deutschland erschienen, jetzt kommt aber schon der Nachfolger raus, das Oppo Find N 2. Und ob das genauso gut ist, das finden wir jetzt heraus. Warum war das erste Find N das beste Foldable 2022? Weil ich finde, es hat den Sinn eines Foldables richtig gut auf den Punkt gebracht. Ich brauche nicht permanent ein großes Smartphone. Gerade für zum Beispiel nur Musik hören oder für WhatsApp oder so brauche ich einfach nur ein verhältnismäßig kleines Smartphone. Und das hat man bekommen mit einer Bilddiagonale von 5,5 Zoll. Dann, wenn man es mal braucht, wenn man einen größeren Bildschirm vielleicht für ein Video oder zum Arbeiten oder zum Zocken braucht, dann konnte man es ausklappen und hat dann eine deutlich größere Vergrößerung des Displays bekommen, als jetzt zum Beispiel bei einem Samsung Galaxy Z Fold, wo schon das Außendisplay relativ groß ist. Und das gleiche verspricht jetzt auch das Oppo Find N 2. Allein schon die Kiste ist ein kleines Highlight. Die kommt natürlich wie fast immer von unseren Freunden von Trading Shenzhen. Danke an der Stelle ist bisher die China-Version. Hier ist das Case schon mal von dem Fold-Smartphone in zwei Sachen aufgeteilt. Ich halte mir die mal hier und probiere die gleich aus. Dann haben wir hier ein 67 Watt USB-C Ladegerät. Ihr seht, ist die China-Version. Kabel ist mit dabei und das wäre es dann auch schon. Und hier ist das Oppo Find N 2. Oh, so viele Fingerabdrücke. Da sieht man schon die Knickfalte. Ich bin mal gespannt, wie sehr die so im Alltag auffällt. Und da seht ihr schon genau das, was ich meinte. Es ist im eingeklappten Zustand einfach so schön kompakt. Es ist fast so groß wie ein iPhone 13 Mini. Kompakt heißt leider in dem Fall auch ein bisschen dicker. Es sind hier im eingeklappten Zustand 14,6 mm. Wenn man es ausklappt, sind es dann natürlich knapp 7 mm. Damit ist es eine normale Smartphone-Dicke. Ist nicht so dünn wie das Xiaomi Mix Fold 2, was ja das dünnste Falt-Smartphone auf dem Markt ist. Da haben wir auch ein Video zu gemacht, das können wir euch gerne mal hier verlinken. Da sehen wir hier die Rückseite, das ist wohl veganes Kunstleder und hier ist der Hasselblatt-Schriftzug. Da bleibt man bei der Kooperation, die man schon mit dem Oppo Find X5 Pro eingegangen ist. Was die Kamera kann, das schauen wir uns aber gleich noch an. Es ist zwar nicht das dünnste Smartphone auf dem Markt, aber ein wirklich sehr leichtes Foldable. Mit gerade mal 233 Gramm ist es gut 30 Gramm leichter als ein Samsung Galaxy Z Fold 4 und ich bin echt überrascht, wie leicht das ist im Verhältnis zu der Größe, die es dann aufweist. Also Oppo hat hier gut was an den Materialien gemacht, die man verwendet hat und hier insgesamt ein sehr, sehr cooles Foldable-Smartphone auf dem Markt gemacht, was auch komplett schließt. Auch das ist ein Vorteil gegenüber dem Samsung Galaxy Z Fold 4, was immer noch die Lücke dazwischen hat, was ich echt erstaunlich finde, dafür, dass es der Marktführer ist, dass die Technik da noch nicht so weit ist wie bei dem Oppo, wie bei Xiaomi oder wie bei dem neuesten Honor Magic VS zum Beispiel. Was dann aber wiederum ein Nachteil ist, ist, dass das Oppo Find N 2 hier leider nicht mit einem IP68 Rating gegen Wasser geschützt ist. Das bekommt man dafür aber bei der Konkurrenz von Samsung. Wir haben ja auch das Case hier rumliegen, das muss ich mal ausprobieren, wie das denn hier drauf geht. Es fühlt sich irgendwie nicht so an, als ob es das mega gut schützen würde, aber ich glaube, es geht halt nicht anders. Es sieht jetzt nicht so mega cool aus, aber es würde es natürlich schon im Zweifel schützen. Und natürlich auch cool, dass sowas mit im Lieferumfang liegt und dass man da nicht auch noch extra für bezahlen muss. Während ich das gerade hier einrichte, schreibt mir mal eure Meinung zu Foldable Smartphones in die Kommentarsektion. Denn ich muss sagen, ich bin kein absolut großer Fan von solchen Foldables, aber schon von dem Oppo Find N. Auch vielleicht seht ihr das ja ganz anders. Vielleicht glaubt ihr, das ist die Zukunft? Dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Obwohl es natürlich auf beiden Displays eine AMOLED-Technik ist, ist der Fingerabdruck sehr Sensor leider nicht unter dem Display, sondern hier an der Seite und fungiert auch gleichzeitig als Powerbutton. Hier drauf läuft natürlich ColorOS, Oppos eigenes Betriebssystem, was mir persönlich richtig, richtig gut gefällt. Manchen OnePlus-Fans natürlich nicht so sehr, aber nun gut, es basiert auf Android 13, hoffe ich zumindest. Eben schnell nachchecken. Ja, natürlich neuestes Android 13 mit am Start und ihr seht schon hier die Vielzahl an Apps, die man bekommt. Es ist nicht so krass viel Bloatware für eine China-Version, aber ja, ihr merkt, es ist eine China-Version, das heißt, es ist nur auf Englisch bedienbar. Das kennen wir schon von so vielen Geräten bisher. Ist nicht davon die Rede, dass das Oppo Find N 2 global erscheint. Dafür aber das Oppo Find N 2 Flip. Das hat sogar schon einen Release-Termin, nämlich den 15. Februar. Wenn das super erfolgreich ist, könnte es natürlich noch sein, dass Oppo mit dem Find N 2 nachzieht. Das wissen wir allerdings noch nicht. Wir müssen uns das Scharnier hier ein bisschen genauer anschauen, wie gut das so schließt. Und ich muss sagen, es sieht auf den ersten Blick sehr, sehr gut aus. Oppo weiß hier absolut, was sie machen. Man sieht hier und man spürt auch so eine Knickfalte, wenn man hier drüber geht.
Das geht schon so leicht runter, aber jetzt auch nicht so sehr, dass es stört. Und es ist auch noch ziemlich normal bei solchen Foldables. Zumal es visuell halt auch gar nicht auffällt, solange ich frontal einfach auf das Display schaue. Wenn ich aus einem etwas spitzeren Blickwinkel schaue, dann sieht man das natürlich schon leicht. Das finde ich noch okay. Wo es mir bisher am besten gefallen hat, war bei dem Oppo X 2021, dieses Konzept-Smartphone, was wir exklusiv inne hatten, mit dem Roll-Display. Da fand ich das nicht so krass, aber gut. Ich kann damit auf jeden Fall leben und ich glaube, das ist wie bei allem im Leben eine Gewöhnungssache. Ich schaue mal, ob man das auch wie einen ganz kleinen Laptop benutzen kann. Das soll man nämlich zwischen einem Winkel von 45 Grad und 125 Grad ganz frei anpassen können. Hier wird automatisch, wie heißt die, Flexform Space heißt diese Anwendung, die automatisch gestartet wird, wenn man das Display in so einen Neigungswinkel bringt. Oh, hier fällt es dann zu. Ich habe jetzt leider mein Geodreieck nicht dabei. Habe ich ja sonst natürlich immer in meinem Etui. Aber ob das jetzt 125 Grad sind? Ich glaube aber, Oppo hält hier sein Versprechen. Ich kann es auf jeden Fall wie einen kleinen Laptop benutzen. Und das ist mir echt das Wichtigste. Es ist immer noch gut für einen Joke, irgendwie so im Café zu sitzen oder so. Und dann so an seinem Roman zu schreiben, oder? Stelle ich mir irgendwie sehr lustig vor. Wir bekommen ja ein 7,1 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1792 Pixeln. Und ihr merkt schon an diesem Seitenverhältnis, das ist fast quadratisch. Es ist aber ein LTPO-Display, ganz im Gegensatz zu dem Display außen. Das sorgt dafür, dass die Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz variabel angepasst werden kann, runter bis auf 1 Hertz. Das hat natürlich einen super stromsparenden Effekt, finden wir cool und ist ein absolutes Flagship-Feature. Dazu haben wir dann sogar noch eine Helligkeit von bis zu 1550 Nits. Bisschen dunkler ist es auf dem kleineren Display außen. Das ist eine Diagonale von 5,54 Zoll. Und 5,5 Zoll, das ist so eine Display-Diagonale, die vor ein paar Jahren ganz normal war, die ich mir tatsächlich auch ein bisschen zurückwünsche. Viele glauben jetzt, dass 6,1 so die beste Diagonale ist. Das ist also nochmal ein bisschen kleiner als ein iPhone 14 oder Samsung Galaxy S23. Und man bekommt hier aber sogar eine Full-HD-Auflösung von 2120 mal 1080 Pixeln. Das ist ein Vorteil gegenüber dem Samsung Galaxy Z Fold 4, wo das Außendisplay nicht mal die Full HD Auflösung erfüllt. Angetrieben wird dieses kleine Handy von dem Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Prozessor. Jetzt denkt ihr euch, warum nicht der Gen 2? Das hat man tatsächlich beim Vorgänger auch schon gemacht. Da war dann auch nicht der aktuelle Prozessor, sondern der Snapdragon 888 drin. Und das finde ich persönlich gar nicht mal so schlimm, weil die Power ist mehr als ausreichend. Ist ein ehemaliger Top-Prozessor, der ehemalige Flagship-Prozessor von vor einem halben Jahr. Der ist also schnell genug für alles, was ihr damit machen wollt, egal ob Zocken, Bildbearbeitung, Videobearbeitung oder einfach für den Alltag. Zumal ihr auch noch genügend Speicher mit an die Seite gestellt bekommt. 12 GB oder sogar 16 GB RAM und dann 256 oder 512 GB UFS 3.1 Massenspeicher. Und es ist gut, dass man hier den Snapdragon 8 Plus Gen 1 nimmt, denn der ist schon verhältnismäßig effizient. Der wurde schon von TSMC gefertigt und nicht mehr von Samsung im 4-Nanometer Herstellungsverfahren und hat hier jede Menge Power und die kann er eben gut und stromsparend verwalten, gerade in Kombination mit dem LTPO-Display und dem Akku, der bei der Größe hier eine Kapazität von 4520 mAh misst. Und das ist ein relativ normaler Wert, ein guter Wert für so ein kleines Handy, dann aber nicht ein ganz so guter Wert für ein 7-Zoll-Display. Deswegen bin ich super auf die Akkulaufzeit gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass sich das bei circa einem Tag einpendelt. Kommt natürlich voll drauf an, was ihr damit macht und wie viel ihr das große Display benutzt, aber ein Tag sollte drin sein. Selbst wenn er dann mal sein sollte, geht es dann mit 67 Watt per Kabel auch relativ schnell wieder voll. Es dürften so circa 45 Minuten sein, in denen das Oppo Find N2 dann komplett aufgeladen ist. Was natürlich am wichtigsten ist, wie geht die Software mit dieser Hardware um? Das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung für so ein Smartphone und deswegen bin ich mal gespannt, was Oppo hier macht. Ein wichtiges Thema ist natürlich der Splitscreen und den kann man so starten, indem man hier in den Task Manager geht und dann bekommt man hier oben diese Icons. Da sieht es schon aus wie ein Splitscreen und nun sagt er mir jetzt, irgendwas, Floating Window might not function. Okay, open another app to split. Damit geht es schon mal nicht. Aber vielleicht hier mit Office. Okay, ich kann gleichzeitig zum Beispiel WPS Office benutzen und den Taschenrechner. Macht ja durchaus Sinn. Und kann dann hier auch die beiden Fenster anpassen und dann auch ganz leicht schließen. Kann aber auch Floating Windows benutzen. Mit Einstellungen geht es nicht. Aber wenn ich hier ein Floating Window mache, kann ich sie minimieren, größer ziehen.
noch größer ziehen und kann das dann hier so drüber hovern lassen, während ich irgendeine andere App öffne. Finde ich persönlich immer so ein Ticken unübersichtlich und bevorzuge da den Splitscreen-Modus, aber es funktioniert. Die Kamera ist natürlich noch ein Thema, gerade mit der Hasselblad-Kooperation. Als Hauptsensor von dem Triple-Kamera-Setup bekommen wir hier den Sony IMX 890 Sensor mit 50 Megapixel Auflösung. Das ist anscheinend so ein Sensor, der exklusiv zu den Smartphones des BBK-Konzerns gehört. Den findet man zum Beispiel auch im OnePlus 11. Und da wollen wir doch mal schauen, wie die Fotos sind, die zusätzlich natürlich noch vom Mary Silicon X Co-Prozessor mitgenommen werden. Das ist ein cooles Feature, das wir schon vom Find X5 Pro kennen und der dafür gesorgt hat, dass das Handy extrem gute Fotos gemacht hat. Der Co-Prozessor nimmt quasi dem Snapdragon 8 Plus Gen 1 ein bisschen Arbeit ab und hilft bei der Bildoptimierung. Gerade dann in Kombination mit Hasselblad sind die Erwartungen ziemlich hoch, muss ich sagen. Und das sieht auf den ersten Blick gar nicht gut aus. Anscheinend hat jemand die Nebelmaschine bei uns im Studio angemacht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Wir haben dann noch eine Ultraweitwinkelkamera mit 48 Megapixel Auflösung und noch eine Telekamera mit einer 32 Megapixel Auflösung. 32 Megapixel bekommen wir dann auch bei der Selfie-Kamera. Und ansonsten blenden wir euch jetzt hier die Fotos, die wir hier im Büro geschossen haben mit dem Oppo Find N2 und der Hasselblad-Kamera. Hier die Videofunktion des Oppo Find N2 mit der Selfie-Kamera. Sieht nicht so mega gut aus, wie ich finde, aber wie ist der Ton? Das war genauso wichtig. Sieht mir ein bisschen zu unscharf und zu weich aus. In China wird man für das Oppo Find N2 rund 1080 Euro umgerechnet bezahlen. Wenn es hierzulande rauskommen würde, wäre das aber noch ein bisschen teurer, zumal das Oppo Find X5 Pro schon 1200 Euro gekostet hat oder sogar 1250, würde ich vermuten, dass man für sein Find N2 noch ein paar Euros mehr verlangt. Damit wäre es immer noch ein bisschen günstiger als das Samsung Galaxy Z Fold 4 und meiner Meinung nach auch die bessere Wahl. Es macht zwar nicht alles besser, aber es bringt den Sinn eines Foldables meiner Meinung nach viel mehr auf den Punkt. Ich liebe dieses kompakte Smartphone-Format. Und gerade dann, wenn ich einen größeren Bildschirm brauche, dann kann ich es easy aufklappen. Es sieht mega cool aus, macht viel her, hat genügend Power, genügend Speicher. Der Akku ist sogar hoffentlich groß genug und die Kamera ist auch vielversprechend. Lasst mich eure Meinung zu dem Oppo Find N2 in den Kommentaren wissen und schreibt auch, wenn ihr ein Video zu dem Find N2 Flip sehen wollt, was dann am 15. Februar wohl offiziell in Europa erscheinen wird. Da habe ich auch mega Bock drauf. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das war's von mir für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!